Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich hier zurück zu diesem geilen Projekt, wie ich finde. Mal ganz kurz wieder raus. So, das war der Screenshot-Modus. Übrigens, ja, es ist jetzt eine Weile her, seit der letzten Session, die ich gestartet habe. Ja, es fehlt hier mal wieder ein Kohleerz, weil das gerade abtransportiert wird. Man muss ein bisschen aufpassen. Das ist doch okay. Ja, was wollte ich sagen? Wie gesagt, es ist ein bisschen her, seitdem ich aufgenommen habe, die letzte Session. Und ich hatte mir in der Zwischenzeit überlegt, lass einfach mal ein bisschen laufen, damit wir eventuell mal ein bisschen kohletechnisch wieder vorankommen. Jetzt sind wir gerade wieder ein bisschen minus. Seht, ne? Ein bisschen haben wir gemacht. Und in der Zwischenzeit, das möchte ich euch noch nicht zeigen, noch nicht ganz zeigen, deswegen gehen wir mal ganz kurz hier in diese schöne Landschaft, bevor ich euch das zeige. Okay, neue Fahrzeugtyp, schön. Jede Menge Nachrichten. So, wie gesagt, ich habe ein bisschen laufen lassen und habe dann hier bei unserem Biokraftwerk beziehungsweise bei unserer Benzinproduktion ein bisschen in der Zwischenzeit gearbeitet, damit wir das hier optimieren. Ihr seht, wir sind noch nicht ausgelastet, bei weitem nicht, aber es läuft schon mal besser. Folgende Sachen habe ich hier unter anderem gemacht. Ich habe unter anderem hier eine, ich weiß nicht, ob ich es schon in der letzten Folge gehabt habe, ich bin mir nicht so ganz sicher. Wie gesagt, es ist eine Weile her, tut mir leid. Unter anderem haben wir jetzt hier einen Treibstoffzug, der auch gut Dollar bringt, das ist auch gut so. Der fährt nämlich hier rüber über diese Brücke, da sollen später mal zwei laufen, hier zu dieser Grenze. Und exportiert doch fleißig. Das ist okay, das klappt auch ganz gut. Hier, diese Gegend, haben wir noch nicht angeschlossen. Da müssten wir auch nochmal ran, bei Gelegenheit. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Diese Stadt hier habe ich jetzt erschlossen mit, ja, einem zentralen Busbahnhof sozusagen. Weil ich kann hier nicht alles abreißen, das sieht doof aus, wenn ich hier das ganze Ding umkremple. Deswegen, hier so wenig wie möglich drin gemacht eigentlich. Die Hauptstraße ein bisschen abgegradet, damit die Busse besser fahren. Dann habe ich hier ein bisschen gebaut, unter anderem diese schicke Feuerwache. Automatik? Hä? Ah, okay. Feuerwehrleute sind da. 61. Alles ist im grünen Bereich. Und dann habe ich hier weiter ausgebaut. Ne? Wie ihr seht, ich habe hier jede Menge Gebäude gesetzt. Für unsere Arbeiter, denen geht es auch ganz gut. Außer, dass sie halt an der Sportart nicht unbedingt teilnehmen können. Aber ansonsten sind sie zufrieden. Zumindest was das hier angeht. Dann habe ich hier diese schönen, Graffiti-beschmierten Gebäude gebaut. 174 Platz. Unter anderem fahren hier auch Elektrobusse und normale Busse lang durch die City. Hier haben wir eine Schule, die hoffnungslos überlastet ist, sehe ich gerade. Und dann haben wir hier hinten, ja, quasi übelst eine übelste Straße gebaut mit fetten Hochhäusern. Mit richtig fetten Hochhäusern. Die sind gemoddet. Hier ist richtig Druck drauf. Hier fahren auch viele Busse, Elektrobusse. Hier ist, guckt euch das mal an. Hier, boah, kommt's gar nicht hinterher. Ist ja Wahnsinn. Problem ist, die Leute können nicht so zu den Job und Kindergarten. Da müssen wir auch nochmal ran bei Gelegenheit. Dann habe ich hier noch, was ist das hier? Medizinische Universität. Ist nicht gerade so viel besucht gerade. Das ist ein bisschen schade. Würde ich gerne noch ein bisschen ausbauen. Kino haben sie hier auch. Das ist, wird auch ganz gut besucht. Und dann habe ich hier unter anderem das Ganze verknüpft mit Bussen, die hierher fahren zu dieser Tram. Diese Tram fährt hier einmal quasi um diesen, in diesen Kreis hier drumherum. Zweispurig. Ne? Optisch auch schön unterscheidbar. Blau-Gelb. Eintracht Braunschweig-Farbe. Yay. Wie gesagt, die fahren hier schön lang und beliefern unter anderem das Kraftwerk hier, beziehungsweise die, das Treibstofflager. Hier haben wir unser Depot.
was soweit auch funktioniert. Hier ist gerade ein totes Gleis, da wollte ich eigentlich lang, aber das wird mir zu eng hier werden. Da werden wir das anders hantieren müssen, denn ich möchte natürlich gerne auch nochmal hier raus und das Ganze auch in den Osten exportieren, damit wir da Rubel bekommen. Aber wie ihr seht, ne, hier ist richtig Druck drauf. Guckt euch das mal an. Ne, zwei Busse. Na, hier geht's gut ab. Wird gut hingebracht. Könnte noch mehr sein, aber naja, gut. Da müssen wir nochmal ran, wie gesagt. Da werden wir nochmal groß aufziehen. So viel dazu. Halt, wie gesagt, ein kleiner Zeitsprung gemacht. Musste sein. Ihr seht, wir arbeiten uns langsam auch. Naja, okay, jetzt ist gerade ein bisschen mehr. Liegt aber auch daran, dass das Ganze hier hinten nicht so ganz funktioniert, so wie ich mir das wünschen würde. Was ist hier eigentlich los? Bauamtszugang, keine Arbeiter, fehlende Ressourcen, Kies. Leute, was ist los? Das ist übrigens ein Bug, den dieses Spiel hat. Jedes Mal, wenn man das in Spielstand neu lädt, kann es sein, keine Straßenverbindung. Hier ist doch alles da. Hm? Kann es doch da rum, da lang? Das muss ich jetzt nicht so ganz verstehen, oder? Na gut, werden wir uns später darum kümmern. Nicht so wichtig, sind nur ein paar Straßen. Ja, hier ist natürlich unser Problem. Wir können nicht lagern, exportieren. Er ist gerade voll. Das wundert mich jetzt aber, dass der voll ist. Das heißt doch wieder, dass die Züge irgendwo wieder stehen. Ein Zug steht hier. Der zweite steht... Ja, habe ich mir schon gedacht. Irgendwo steht doch schon wieder was. Ah, ey. Dass die es echt manchmal nicht geschissen bekommen, ne? Du sollst... dich dahin bewegen. Kein Wunder, dass alles voll läuft. Du gehst nochmal zurück zur Beladestation. Mal gucken, ob wir das Ganze hier mal in den Griff kriegen. Und die beiden haben sich hier gerade echt lieb. Okay, das wird nicht, der fährt da raus. Ja, es ist wieder gerade mal wieder ein bisschen Trouble. Das ist auch wirklich nicht optimal, ne? Der steht hier, blockiert jetzt das. Ich das hasse mit diesen Gleisen, ne? Das ist furchtbar. Der fährt... Ja, der fährt in die Richtung eigentlich. Warum ist denn da... Achso, das ist ein Ab... Okay, jetzt fährt er wieder. Jetzt kann er da durchfahren. Okay. Er muss zurückfahren. Er wird jetzt gleich fahren können. Sobald er hier angekommen ist, müsste der gleich fahren können. Hoffe ich eigentlich. Und dann blockiert er das jetzt damit. Immer ganz kurz warten. Das müssen wir ganz kurz beobachten. Ja, dann war ein Kommentar unter der Folge Nummer 4 vom Ronny Mania. Der wollte wissen, wie man denn diese... ja, das so baut, dass es weiß unterlegt ist. Ich habe darauf schon geantwortet. Ich werde es aber trotzdem gleich nochmal zeigen. Wenn wir das hier gerade mal beobachtet haben. Der fährt durch. Fährt rum. Neuer Fahrzeugtyp. CSMG. Jetzt kann der auch fahren, weil das war... Ah, okay. Das war halt blockiert. Jetzt geht's jedenfalls. Ja, wie gesagt, Ronny Mania hatte gefragt, wie man das in weiß unterlegt. Und das werde ich euch gleich mal demonstrieren, lieber Ronny. Wir müssen den sowieso noch bauen. Ich gucke gerade mal. Ja, jetzt kommt doch Kohle rein. Wie gesagt, wenn es mal nicht richtig läuft, ne, dann ist Polen offen sozusagen. Okay, das kann ich auch gleich hier machen. Gehen wir mal davon aus, du möchtest Gleise bauen. Ne, das funktioniert für jede andere Sache auch. Gehst du halt auf deine Auswahl, in meinem Fall jetzt Gleise. So, dann hast du hier, ne, hier oben, die Auswahl. Automatisch mit Rubel bauen oder automatisch mit Dollar bauen. Das heißt, du, ich mach's einfach mal ganz kurz, auch wenn es jetzt nicht so, wird sofort gesetzt und fertig gebaut. Nimmst du den Haken raus, kannst du Folgendes machen. Dann wird es geplant und es entstehen hier erstmal keine Kosten. Na, solange wie du halt brauchst mit dem Plan. Das ist unter anderem gut, und wenn du zum Beispiel
Straßen irgendwo anbinden willst oder eine Produktion aufziehen willst und erstmal, oh, was ist denn hier los? Und erstmal gucken musst, ob das denn auch passt mit den Anschlüssen etc. pp. Dafür ist das richtig gut und es kostet halt kein Geld. Deswegen würde ich, wenn möglich, erst immer mit dem Planungsmodus arbeiten und dann das Ganze bauen. Und das machst du dann folgendes, du gehst dann hier drauf, hast hier unten deine Dinger, kannst auswählen, ob du es mit Rubel bauen willst oder aber mit Dollar oder aber hier hinten über die Konstruktionsbüros. Kannst das Ganze auch bauen lassen. Wie gesagt, so kostet das kein Geld und das funktioniert dann super. Ich werde es jetzt mal wegreißen. Halt verkehrt. Das ist das Richtige. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen, Warny. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Game. Es ist ultra komplex, aber es macht auch verdammt viel Fun. So. Da haben wir das. Jetzt muss ich überlegen, wie wir hier am schlauesten rauskommen. Das hier ist wieder so ein Grafikfehler. So, dann ist er auch weg. Problem ist, ich müsste eine Strecke legen von hier. Hier rüber, am besten noch irgendwie ein Benzinlager oder Bitumenlager. Zwischenstopp da ablagern, damit wir noch Bitumen hier ranbekommen. Und dann das Ganze weiterfahren lassen. Es ist auf jeden Fall eine Mörderstrecke und es würde dann hier auf diesem Gleis mit anschließen. Eventuell sogar auf dem vierten. Oh, der hat abgeladen, das klappt, das ist gut. Der steht jetzt wieder. Ah, okay. Ja, da ist voll. Ja. Okay, keine Ressourcen. Es fehlt mir wieder Kohleerz. Es kommt wieder nicht genug ran. Warum eigentlich nicht? Was ist denn los mit euch? Warum kommt hier jetzt gerade nichts an? Da wird beladen. Die Versorgung klappt noch nicht so, ne? Das ist hier so ein bisschen... Ah, ja. Zwiespältig. So, der kann fahren, das ist gut. Der muss warten. Und jetzt stehen sie sich jetzt wieder hier im Wege, weil der andere kommt. Okay. Das müssten wir hier vielleicht nochmal optimieren. Das ist noch nicht so... Super, jetzt hat der Vorfahrt, der muss dann auch gleich warten. Okay, der müsste jetzt warten. Genau, der fährt zuerst rein und entlädt. Ja, auch das mit dem Schienenbausystem ist manchmal ein bisschen kompliziert. Aber was willst du machen? Gut, wenn es Tag wird, fangen wir an. Wir bauen heute ein bisschen Schiene. Und zwar werden wir hier definitiv an der... Gucken wir mal, wie die Höhenlinien sind. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Da werden wir mehrere Züge fahren lassen müssen, damit das gut läuft. Wir werden hier an der... an der Straße fahren. Ich mache jetzt mal ein bisschen Pause. Sorry, gerade so ein bisschen Schluck aufgehabt. Wir müssen zusehen, dass wir hier durchkommen. Also durch das Depot fahren, das klappt nicht. Das habe ich schon mal getestet, meinen privaten Spielstand. Das klappt definitiv nicht. Das heißt, wir müssen hier eine extra Strecke legen. Jetzt mache ich doch mal wieder den Frame an. Ja, machen wir mal so. Ich werde es natürlich doppelgleisig legen müssen. Da kommen wir gar nicht drum herum. So, das führt da ran und dann soll das hier drauf. Ist eng. Definitiv, ist eng. Aber, ja, da kommen wir so nicht dran vorbei, oder? Hier durch wird ein bisschen arghaarig. Ich gehe außen rum, das ist mir lieber. Dann können wir den Streckenabschnitt abreißen und das hier vernünftig legen. Können wir das mal wegmachen. Dann muss das hier nicht so sein. Ja, machen wir den mal weg. Du kannst auch weg. Und kannst dich so noch mit andocken. Das bauen wir auch mal.
Nachteil ist jetzt, wenn du natürlich so viele Sachen geplant hast, wird alles komplett gebaut, ne? Also in meinem Fall jetzt nicht schlimm. Aber man muss halt immer ein bisschen gucken. So, das hier wird Trouble geben, das sehe ich jetzt schon. Ja, war mir schon klar, dass das nicht klappt. Können wir mal trotzdem erstmal legen. Wir gehen dann hier rauf. Versucht das so weit wie möglich zweigleisig fahren zu lassen. Ja, dann wird's schon wieder, der wird schon wieder kritisch. Ja, da wird's kritisch wegen dem. Müssen wir dich mal wegnehmen. Kriegen wir dich da rüber? Ja, das geht. Sehr gut. Dann können wir das Stück hier wegnehmen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz diesen Strom hier wegnehmen. So, musste mal dieser Strom hier mal ganz kurz weg. Haben wir auf Pause-Modus, ist ja nicht das Problem. Kommen wir da so rüber oder ist das... doch, sieht ganz gut aus, kann man mit leben. So, ich baue das. Dann legen wir den Strom natürlich wieder dran. Bauen das auch gleich mal fertig. Ich möchte natürlich wirklich über kurz oder lang alles auf Konstruktionsbüros haben und so weiter, aber das ist noch ein weiter Weg. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das am schlauesten machen. Momentan baue ich das alles so, kostet natürlich in dem Moment auch eine Menge Geld. Das ist klar. Kriegen wir dich da auch noch mit dran? Ja, das geht sogar. So, dann haben wir das hier rum. Jetzt würde ich ganz gerne wirklich, wie gesagt, hier rumgehen. Hier an der, an den Hochspannungsleitungen dann vorbei. Mal gucken, ob wir das hier geschickt legen können. Autosave. So, dass es auch gut aussieht. Ja, na, so können wir mit leben, wenn die dann außen langfahren hier. So, das sieht gut aus. Und weiter geht die wilde Fahrt. Ja, mal schön an den Strichen hier so ein bisschen orientieren. Ah, zu scharfe Kurve. So, jetzt passt es. Ja, mitten durch die City so ein Industrieding. Ist auch nicht schlecht, oder? mal gucken, ob wir das hier irgendwie in schön legen können. Natürlich nicht. Da könnten wir dann an der... da könnten wir noch Gebäude hinbauen. Machen wir auch dann. Jetzt gehen wir nochmal hier scharf ran. Mit so einer... nee, machen wir es mal anders. Wir kommen... wir gehen mal hier so lang. Auf der Linie hier. Hier dran vorbei. Und gehen dann hier weiter. Gar nicht lange rumfackeln. Wir müssen eine Linie legen, direkt da hinten hin. Das ist, glaube ich, mit wirklich der nächste Punkt, wo wir exportieren können nach, in den Osten. Weil alles andere ist zu weit weg. Das hier ist auch schon extrem hart an der Grenze. Guck mal, es kostet 227.000. Das ist schon enorm. Das ist schon nicht so ganz ohne. So, lass mal gucken. Wie gesagt, ich würde gerne parallel mit der Straße so ein bisschen gehen. Ist nicht immer hundertprozentig, weil... das kannst du gar nicht so hundertprozentig machen. Das gibt das Spiel leider nicht her. Noch nicht. Es ist ja noch Early Access, da kann sich ja noch eine Menge tun. Und ich gehe mal davon aus, es wird sich noch eine Menge tun. Es ist ja auch auf Steam extrem beliebt, das Game. Und ja, das sehe ich ja auch an eurer
Ach Gott, ich hab's heute wieder. An euer Mitwirken auf meinem Kanal in Sachen Comments und Likes und so weiter und Views. Auch bei euch kommt das Game super an. Freut mich. So. Wie gesagt, ich gehe hier an der Straße lang. 400.000 fast. Eieieiei. Aber ich glaube, ich werde es mit Dollar bauen. Na, was ist denn hier los? Ich werde es mit Dollar bauen. Ah, sag bloß, jetzt haben wir keine Konstruktionsbüros hier. Ja, jetzt siehst du, das ist auch so eine Sache. Wenn du, die Konstruktionsbüros haben so eine gewisse Reichweite, dann musst du automatisch bauen. Hä? Ah. Warum wollte er jetzt hier nicht? Was ist hier los? Was ist denn jetzt los? Hallo? Was ist los? Das kann ich hier nicht bauen, oder was? Wieso nicht? Wir wollen direkt durch Drohlenberg durch. Oder zickt jetzt ein bisschen das Game rum? Kann das eventuell sein? Kann ja auch sein. Es ist manchmal auch ein bisschen buggy noch. Na, wer sieht, ich kann... Okay, da geht es. Da jetzt... Ne, jetzt geht's da wieder nicht. Was ist denn das? Was ist denn hier los? Hat das mit der Straße zu tun, oder was? Das ist gerade ein bisschen echt. Ich kann irgendwie auch die Straße jetzt hier nicht wegmachen. Was ist denn? Das ist jetzt hart. Wenn ich jetzt hier die Linie nicht durchziehen kann, das wäre echt ein bisschen... Hier geht's jetzt wieder. Und da geht's wieder nicht. Das ist jetzt auch kurios. Naja, egal. Sei es wie es ist. Ich werde das in den Spielstand nochmal safen und nochmal neu laden. Mal gucken, ob es dann geht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben und wie gesagt, dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin bin ich erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von netgaming.tv. Bye, bye.